Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. So, Micha, das ist gar nicht so klein, der Raum, ne? Bin ich echt überrascht. Ist ein Raumwunder quasi. Ja. Und ein paar Container drauf. Genau. 4 Container. Ein Container, die Größe einer Europalette. 80 mal 120 Zentimeter. Ja. Und davon, wie gesagt, haben wir 4 Stück verlastet. Unter anderem 4 Steckleiterteile. Ah, hier oben drin, ne? Genau, dort oben drin. Erste Etage, Herrenspielwaren, Damenunterbekleidung. So. Ja, so geht es natürlich viel besser. Also, vierteilige Steckleiter. Genau. So. Und eine Schleifkorbtrage, die dort vorne hängt. Okay. Wenn man die Hände voll hat, irgendwas in der Hand hat oder gerade lieber was sichert, dann braucht man natürlich die Hände für was anderes oder um gegebenenfalls sich selber festzuhalten. Aber dann kann man hier mit Auf und Ab, immer jeweils beide gleichzeitig, 2-Fuß-Betätigung. Quasi. Naja, ich bin zu leicht. Zu leicht, ja, ich kenne das. Wenn man nur einen hochnimmt, ist schon wieder vorbei. Ne? Wenn schnell geht, macht nichts. Dieser Rollcontainer beinhaltet hauptsächlich Materialien zum Wasser abpumpen, die Mastpumpe, Tauchpumpe, Nasssauger, Aufrollgerät, um Schläuche unterwegs aufzurollen. Dann haben wir den nächsten Rollcontainer, der ist ausgestattet hauptsächlich mit Material zur technischen Hilfeleistung, Büffel, dann Mehrzweckzug, Kabeltrommeln, Glasmanagement, Streumittel. Hier drin haben wir verlastet Bandschlingen, Anschlagmaterialien zur Sicherung. Der nächste Rollcontainer beinhaltet 500 Meter B-Schlauch zum Auslegen einer langen Wegstrecke. Des Weiteren haben wir hier oben drin Aluminium-Überfahrrampen oder Schlauchbrücken. Der nächste Rollcontainer ist ausgerüstet mit einem Hochdrucklöschgerät, ähnlich wie ein Hochdruckreiniger. Des Weiteren haben wir hier einen Rollcontainer zur Schlauchbeförderung. Hier haben wir eine alte TS auf diesem Rollcontainer. Und der letzte Rollcontainer, der beinhaltet Materialien zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung. Mit 2 Löschrucksäcken, 2 Schlauchtragekörbe für D-Schlauch, D-Schlauch gerollt, Armaturen, Strahlrohre, alles in D-Größe. Unser Fahrzeug ist des Weiteren ausgestattet mit einem pneumatischen Lichtmast, der über Fernbedienung zu bedienen ist.
Möchtest du auch was sagen? Super hier. Schön, da muss ich auch zustimmen. Also die Feuerwehr ist super. Das Fahrzeug hat mich mega überrascht. Also ich dachte, das ist ein TSF, hat immer so ein kleines Fahrgestell, aber hier passt richtig was rein. Ihr seht, die Container werden immer noch wieder verstaut. Also total überrascht, was das für ein wertvolles Fahrzeug ist. Lasst den Kameraden und Kameraden nochmal ein Gefällt mir hier. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert einfach unter dieses Video und ich werde jetzt mal gleich nochmal einen Aufkleber verpassen. Ein super Fahrzeug. Mega. Mega Fahrzeug. Ich bin echt überrascht, was hier alles reinpasst. Also hat das auch toll eingerichtet, geschickt, raffiniert gemacht. Eine Anleitung für auch andere. Und das TSF, obwohl es jetzt kleiner ist, hat ja auch einen Vorteil, es ist klein. Das heißt, ich kann es überleben. Ja. Auch mal einen schmaleren Feldweg oder Waldweg mal, wo vielleicht auch größere Fahrzeuge mal stecken bleiben können. Nein, aber wie gesagt, bin ich sehr beeindruckt, ernsthaft. Dankeschön. Danke. Ich würde euch gerne voller Stolz hier so einen Aufkleber schreiben. Ja, das würde uns freuen. Vorher wie die Tradition. Ja, sehr schön. Dann, ja. Bitte schön, Walte deines Amtes. Vielen Dank. Wichtiger als die TÜV-Plakette. Genau, wenn sehr der TÜV-Prüfer mal sagt, geht nicht los, sagst du, wir haben aber dann die Plakette. Dann zeige ich die Plakette und dann klebt der hinten freiwillig. Sehr gut, sehr schön. Den Warnhinweis geschickt überkleben. Ja. Hat mich überzeugt. Vielen Dank. So, wir sind hier in Ratsberg und was ich hier ganz besonders toll finde, ist, dass hier im Ratsberg auch was für die Bevölkerung gemacht wird. Das heißt, es werden heute exklusiv Corona-Schnelltests angeboten, um im Dorf den Mitbürgern, da kommt schon jemand, einen Gefallen zu tun und natürlich auch als Feuerwehr attraktiv zu bleiben. Finde ich super. Und da sieht man halt hinten, wie das jetzt gerade abläuft. Und wie gesagt, wir haben auch einen Test gemacht, sind natürlich negativ, die Kameraden und Kameraden auch, sind aber auch großteils und so schon geimpft. Aber finde ich eine super Idee.